Hallo an das Kollektiv der Stiere. Wir schauen in die kommende Woche und da bist auch du schon rausgesprungen, egal ob du weiblich oder männlich bist. Ja, die gute Dame steht immer für dich als zuschauende Person, aber auch bei euch natürlich nochmal die Ansage, es ist ein allgemeines Reading. Es kann nicht auf jeden zutreffen und auch nicht immer in vollen Umfang. Oh, sehr interessant. Bei euch fallen hier auch 4 Karten raus. Wir nehmen sie selbstverständlich. Also, du hast hier das kleine Glück mit dem Klee im Nacken und es kündigt sich hier ein Geheimnis an, eine Veränderung, ein neues Kapitel in puncto Liebe. Schon mal sehr, sehr interessant. Mal gucken, was das Tarot dazu zu sagen hat. Da haben sich 2 umgedreht. Ja, Prüfungszeit. 8 der Stäbe. Ja, das ist so ein bisschen Beschleunigung. Das sind Neuigkeiten, die reinkommen. Das ist ja, im Einklang sein. Kann aber manchmal so ein bisschen einen schwebenden Zustand darstellen. Besonders wenn hier ein neues, unbekanntes Kapitel sich auftut, kann es erstmal dafür sorgen, dass du so ein bisschen den Halt unter den Füßen verlierst und so ein bisschen in der Luft schwebst am Anfang. Ist völlig okay. Ja, das sind Gefühle, die darfst du ausleben, ohne Probleme. Aber sei dir bewusst, mit dem Gehängten kommt hier eine neue Aufgabe rein, eine neue Lektion rein. Das muss nichts per se etwas Schlimmes sein, nichts, was dich jetzt mega runterziehen soll, sondern es geht einfach darum, dass du weiter wächst in deinem Leben. Dass du vielleicht das kleine Glück, welches du jetzt mit dir herumträgst, einfach in ein großes Glück umwandeln kannst. Mit der Hohen Priesterin kommt hier die Vereinigung von Dualität nämlich ins Spiel. Das heißt, du gehst hier mit beiden Facetten vorwärts. Du kannst auf dein Bauchgefühl hören, auf deine Intuition hören, auch wenn du vielleicht gerade so ein bisschen in der Luft schwebst und gar nicht so genau weißt, was kommt jetzt. Aber es gibt einfach Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Und ich weiß, die Erdzeichen, die sind ja sehr tatkräftig, die wollen auch immer gerne schnell Ergebnisse haben. Nichtsdestotrotz, in der Liebe kannst du nichts vorausplanen. Die wächst einfach so, ganz ohne Erwartungen. Und darauf darfst du dich einlassen. Wie gesagt, das ist etwas, was du nicht kontrollieren kannst und das ist auch ganz gut so. Ja, wer Liebe kontrollieren könnte, oh mein Gott, möchte man sich gar nicht ausmalen. Wir haben die Welt, die Wunscherfüllung, Dinge ins Ganze zu bringen, ja, in eine Einheit zu bringen. Und mit dem Ritter der Kelche kommt hier Verliebtheit rein, Sensibilität. Wie gesagt, wir haben hier Inspirationen drin liegen mit der Hohen Priesterin heißt es natürlich auch, wie gesagt, dich inspirieren zu lassen, beziehungsweise deiner Inspiration zu folgen, auch wenn es gar keinen Sinn macht. Ja, und wie gesagt, Harmonie darf jetzt wieder reinkommen. So, und dann haben wir die 4 der Schwerter. Ja, und hier besinnt sich nämlich jemand, in dem Fall du. Das ist so ein kleiner Aufschub, ein kleiner Stillstand, eine Neuorientierung. Das ist die Gedanken zu ordnen. Wie gesagt, hier sieht es so aus, als wenn du so ein bisschen in der Luft schwebst. Einfach aufgrund dessen, weil hier ja sich etwas Neues auftut und das kannst du nicht kontrollieren. Und dann wäre es gut, aus dieser starren Haltung rauszukommen, was deine Gedanken angeht und dich einfach auf dieses Abenteuer einzulassen. Ja, mutig zu sein, einfach passieren lassen. Weil wie gesagt, Liebe wächst einfach so in jedem von uns. Und das können wir nicht kontrollieren. Ja, passend dazu haben wir hier die Stierenergie. Bleibe selbstbewusst und auch dir selbst treu, wenn es darum geht, deine Stärke sinnvoll einzusetzen. Deine Loyalität ist dein größter Schatz, also bewahre ihn dir gut und verschenke ihn nicht leichtsinnig. Höre auf dein Bauchgefühl. Das ist doch ein schöner Abschluss. Wie gesagt, bleibe bei dir. Du hast das kleine Glück hier im Nacken, aber bleibe auch in dieser sehr schönen neuen Energie, beziehungsweise integriere diese schöne neue Energie in dir. Und wie gesagt, hör auf deine Intuition. Sehr, sehr wichtig.
Schöne neue Woche.